Es sind Menschen vor unseren Augen ertrunken. Weil mein Herz bricht einfach. Wenn ich das höre, wir müssen unsere Außengrenzen besser schützen, ja, da flippe ich schon regelrecht innerlich aus. Bei Belief habe ich einfach gesehen, wie stark eine junge Frau sein kann, wie stark ein Mensch sein kann. Nur weil man keine Lösung hat, kann man nicht Leute im Mittelmeer ertrinken lassen. Das können wir jetzt so auch nicht mehr stehen lassen. Weil das heißt einfach, wir lassen sie also auf. Sehr schön, dass du heute da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ich freue mich auch sehr, dass ihr oder du den Grimme-Preis gewonnen habt. Herzlichen Glückwunsch. Wir hatten so eine Info, du würdest sie mitbringen, aber ich glaube, du hast sie nicht dabei, oder ist der so klein? Ich habe ihn gerade. Ach, ich sehe, der ist hinter deinem Sofa. Also hinter deinem Sofa. Das ist natürlich jetzt hart, dass der so hier auf dem Teppich liegt. Aber das ist der. Und sorry, ich habe den nicht geputzt. Anyway, der liegt tatsächlich auch nicht bei mir zu Hause, sondern ich habe ihn hier im Büro vom NDR, weil ich den ja auch nicht nur so für mich haben will. Das ist ja nicht so, dass ich da alleine war. Ja. Abgesehen von meinem Kollegen Jonas hat uns ja auch unsere ganze Redaktion dabei unterstützt, so bei dem Projekt. Überhaupt grundsätzlich beim Journalismus bist du ja als Frontwoman oder Man da nicht alleine dran an deinen Themen. Dementsprechend steht er im Büro und da ist er, glaube ich, auch am besten aufgehoben. Und auf jeden Fall sehr, sehr verdient. Ich lege jedem Menschen ans Herz, sich diese Reportage, die Doku anzusehen. Die gibt es ja noch auf YouTube. Wie war das für dich, tatsächlich vor Ort zu sein, wenn es für uns schon so schlimm ist, das hier die Bilder zu sehen? Ich wusste eben auch irgendwie ein bisschen, worauf ich mich einlasse als Journalistin. Und ich war vor 4 Jahren schon mal bei SOS Mediterranee mit auf einer Rettungsmission, auch als Journalistin. Und das hat mich so fertig gemacht erstmal, dass ich wirklich Probleme hatte, nach dieser Recherchereise, nach dem Schnitt, so in dem Alltag in Hamburg, in Eppendorf, so irgendwie klarzukommen. Weil dort damals vor 4 Jahren wirklich nicht alle überlebt haben. Also es sind Menschen vor unseren Augen ertrunken. Und jetzt 4 Jahre später, als ich jetzt mit Jonas auf die Sea-Watch gegangen bin für eine Reportage. Da haben wir auch Bilder, können wir die mal zeigen? Ja. Ich wusste halt einfach schon, worauf ich mich einlasse. Und ich wusste auch, es hilft niemandem, dass mich das trifft. Ich muss da meinen Job machen. Also jetzt sehen wir hier, es waren 53 Menschen auf diesem Schlauchboot. Da werden Rettungswesten verteilt von Sea-Watch-Helfern. Frauen und Kinder werden natürlich erstmal zuerst so auf die Rettungsboote gebracht. Dann kommen die auf das Hauptschiff, auf das große, also Sea-Watch 3 war das in dem Sinne. Und ja, die Szene ist, ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen, wie das ist, wenn man stundenlang auf dem offenen Meer ist und dann gerettet wird, dass man erstmal so eine Euphorie hat, da Carola Rakete, die da sehr viele E-Mails geschrieben hat, verhandelt hat, überlegt hat, fahren wir rein, fahren wir nicht rein, Essensausgabe und verzweifelte Momente auf jeden Fall. Und den Moment jetzt hier von der Brücke, das ist die Brücke, Rakete verkündet da gerade, dass sie in den Hafen von Lampedusa fährt. Und wie man jetzt sieht, Polizei, sie hatte die Erlaubnis nicht. Aber nach 19 Tagen mit Geflüchteten an Bord hat sie dann halt irgendwann entschieden, ey, wir fahren rein, ich kann das hier nicht mehr länger verantworten. Und ja, diese Szene, ich meine, wenn man 3 Wochen miteinander auf dem Schiff verbringt, dann verabschiedet sich die Crew und die Geflüchteten untereinander natürlich auch sehr emotional. Es gab Applaus von Leuten. Ja, und jetzt, ich verstehe es nicht, ich kann es nicht übersetzen. Ja, das hat mich auch echt getroffen. Also diese Frau, ich meine, ich verstehe nicht, was sie sagt, aber man hat gespürt, sie ballert halt, ja. Und dann, weiß ich nicht, ich habe dann nur gezählt von dem Schiff und es waren irgendwie 3, 4, 15, 50 Polizisten. Und Jonas und ich haben uns irgendwann angeguckt so, und dachten so, boah, krass, das ist jetzt so der erste Eindruck von Land, von Europa. Aber gut, wir haben uns dann auch irgendwann entschieden, da auch nicht die ganze Zeit selbst mit der Kamera drauf zu hauen, auf diese 5 Leute, die geschrien haben, weil wir dachten so, ey, wir geben euch jetzt diese Aufmerksamkeit nicht, die ihr haben wollt. Und da hat man wieder gemerkt, so die Lautesten wollen gehört werden, aber vielleicht muss man dann auch einfach mal konsequent sagen, so, wir haben es jetzt einmal journalistisch festgehalten, ihr regt euch gerade derbe drüber auf, aber unsere Aufmerksamkeit geht jetzt wieder zurück aufs Schiff. So. Und wie macht man das, wie schafft man das emotional, dass man da nicht... Also du bist ja dann machtlos und musst das aber alles mit ansehen. Hast dann noch die emotionale Bindung, weil du die ganze Zeit mit denen da warst? Ja. Ich glaube, weil ich mir bewusst bin, in welcher Rolle ich da bin. Und zwar als Journalist. Und mein Job ist, abzubilden, was da passiert. Und mein Job ist nicht, den Leuten klarzumachen, boah, mich fickt das gerade auch. Ja? Und es macht ja was mit dir. Also wenn eine Frau eben davon spricht, dass sie vergewaltigt worden ist, dass sie zugesehen hat, wie ein Mann vor ihren Augen verbrannt worden ist, so, das lässt uns nicht kalt. Aber wir ziehen uns halt zurück in unsere Kabine, wir reden untereinander, haben wir geredet, Jonas und ich. Und wir wussten das ja vorher, wir haben uns ja schon auch informiert, wir haben uns Berichte durchgelesen und
wissen vielleicht nicht von Zeugenaussagen, aber von Berichten, wie die Zustände in Libyen sind und was Fluchtgründe sein können. Dann werden sie dir erzählt und du wusstest aber vorher, okay, das ist, es wird kein Holiday-Trip, es wird nicht ohne. Und wir wissen aber, und wir sagen auch beide, immer Jonas und ich, wir sind uns dessen bewusst, wie wichtig es dann eben auch ist, unangenehme Fragen zu stellen und darüber zu berichten. Und das hat euch ja auch zusammengeschweißt. Du hast ja Kontakte auch gemacht, mit Belief zum Beispiel. Wir haben sie beim Follow-up ja nochmal getroffen, Belief. Und da hat sie mir eigentlich nochmal viel mehr erzählt, als das, was ich eigentlich gedacht habe, was ich schon weiß. Mhm. Und zwar hat sie mir dann irgendwann diese Folternarbe gezeigt. Ja? Und sie erzählte, sie wollten mir meine Brüste abnehmen. Und dann haben sie mir halt Schmerzen zugefügt. Und das ist immer noch die Narbe. Und immer, wenn ich sie sehe, erinnere ich mich daran. Und ich dachte so, oh, das wusste ich gar nicht, weil auf dem Schiff haben wir darüber gar nicht gesprochen. Und auf dem Schiff habe ich dich natürlich auch nicht ohne T-Shirt gesehen oder so. Und dann erzählt sie dir das bei einem zweiten Treffen. Und dann habe ich auch zu ihr gesagt, Belief, ich stelle dir diese unbequemen Fragen. Und wenn du merkst, dass dir das zu viel wird, dann sag auch einfach, das möchte ich nicht beantworten. Aber sie hatte dann eben auch erzählt, dass sie jetzt, dadurch, dass sie in Deutschland ist, das erste Mal in ihrem Leben als Mitzwanzigerin die Möglichkeit hat, mit einem Therapeuten zu sprechen, ja? Mhm. Und wie sehr ihr das hilft. Ja. Also es hilft ihr, darüber zu sprechen. Und ich glaube, bei Belief habe ich einfach gesehen, wie stark eine junge Frau sein kann, wie stark ein Mensch sein kann und wie selbstbestimmt sie dann eben auch entscheiden kann, will ich das eigentlich erzählen oder will ich es nicht? Und ich traue ihr zu, dass wenn ich sie anfrage, hast du Bock, dass wir uns noch mal treffen, dass sie sich nicht einfach nur mit mir trifft, weil sie denkt, sie muss es machen, ja, sondern weil sie so klug ist zu wissen, es ist schon auch wichtig, dass man darüber berichtet, was kommt eigentlich nach der Rettung. Und es ist genau das Wichtige, überhaupt darüber zu berichten, weil ich auch da wieder dachte, jeder sollte das einfach sehen. Und trotz dieser Bilder gibt es immer noch Menschen, die dann sagen, die dagegen sind. Ja. Die sich da, ja. Du hast mal ein Video, Clouseau, gepostet und in dem Video ging es darum, dass wir nicht wegschauen sollen, wenn Menschen im Mittelmeer trinken, was ein ganz legitimer Gedanke ist. Und du hast viel Gegenwind bekommen, Follower verloren. Ich denke mal, dass du gut darüber hinwegsehen kannst, aber was sagt uns das? Also wir hatten SOS Mediterranee, hatten wir als allererstes unterstützt und gepostet, weil wir das Thema auch quasi wichtig fanden. Und da haben wir gesehen, dass wir krass viele Follower verloren haben. Richtig krass. Das bei dem ersten so. Post schon. Das ist so. Beim zweiten war es dann natürlich, damit das thematisiert. Dann haben wir gesagt, okay, auch auf die Gefahren, dass Leute quasi verschwinden. So. Ja, das ist natürlich. Also, das, nur weil man keine Lösung hat, kann man nicht Leute im Mittelmeer ertrinken lassen. Und es werden ja Schiffe festgehalten. Wir haben uns vorhin auch drüber unterhalten. Es gibt auch krasse Diskussionen, wo Leute, auch die dafür sind, solche Texte schreiben, das und das muss, und das ist wichtig. Ja, 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 das stimmt. Aber das eine hat quasi erst mal mit dem anderen gar nicht so viel zu tun. Genau. Was, wie man Länder unterstützen, aufbauen, wo Krieg ist. Und das ist alles richtig. Aber Leute gehen in Boote, ganz genau, sind auf dem Meer und Schiffe werden festgehalten, werden in Seenot geraten, wegen irgendwelchen quasi werden festgehalten und Leute ertrinken. Und das quasi vollkommen, das kann halt nicht sein. So. Und es gibt Menschen, die es noch nicht mal bis auf diese Boote schaffen. Und du hast natürlich 100% recht. Es gibt nicht die eine Antwort darauf. Es gibt zu Recht Diskussionen darüber. Und es wird verschiedene Ursprünge haben, warum es vielen Menschen so geht. Ich war selber viel unterwegs. Ich war in Palästina und Israel, habe auch dort Flüchtlingscamps gesehen. Wenn du vor Ort siehst, und das war eins von vielen Flüchtlingscamps, wie Menschen dort leben, und die steigen noch nicht mal ins Boot, die haben jetzt gerade nicht vor, jetzt demnächst hier anzukommen. Was für Lebensumstände das sind, so, das ist unfassbar eigentlich. Eigentlich ist es absurd, dass wir, auch wenn wir die Lösung nicht kennen, weil wir haben noch nicht die eine Lösung dafür gefunden, aber dass wir uns nicht damit beschäftigen, jeden Tag müssen wir uns damit beschäftigen, diese Lösung zu finden oder Lösungen zu finden, weil es gibt für verschiedene Probleme verschiedene Lösungen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr Berührungspunkte damit habt, ob ihr das nur aus den News verfolgt oder ob ihr das überhaupt was ist, was euch beschäftigt. Aber das ist etwas, was mich sehr beschäftigt und auch mich nicht genug. Es ist selbst meine Geschichte. Meine Eltern sind selber hergeflohen. Und ich verfalle auch immer wieder dem Alltag und habe natürlich auch andere Gedanken. Und wir sollten uns jeden Tag, ehrlich gesagt, damit auseinandersetzen. Ein Stück weit, weil es geht nicht allen so gut wie uns hier. Und ich meine, du hast es hautnah da erlebt. Das ist so, ja, so krass. Ich glaube halt einfach, dass Politik in dem Sinne vielleicht auch ein bisschen noch transparenter werden muss, inwiefern wo was passiert. Also es kann nicht sein, dass sobald irgendwie was in der Flucht
Politik passiert. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel nach Moria gucken, ja, dass dann irgendwie Politiker zusammenkommen und dann als allererstes, also wenn ich das höre, wir müssen unsere Außengrenzen besser schützen, ja, da flippe ich schon regelrecht innerlich aus, weil ich mir denke, nee, Leute, das können wir jetzt so auch nicht mehr stehen lassen, weil das sagt ihr seit 5 Jahren, es sind Milliarden von Gelder in Außengrenzen geflossen. Also lass mal gucken und lass transparent machen und zugänglich machen. Ich glaube, man braucht Zugänge. Wir haben eben die einen, die sagen offene Grenzen, sagen hier sicherer Hafen, noch und nöcher. Und dann gibt es eben die Harten, die komplett dagegen sind. Mhm. Und solange wir da keine Mitte finden und eben klar machen, Moment, wie Clisor eben schon sagte, ja, das eine ist eben die Seenotrettung. Da geht es erstmal nur darum, Menschen in Seenot Bescheid. Zu retten. So, kein Mensch soll bei der Flucht vor unseren Augen, wenn wir wissen, was passiert, ja, können wir es nicht zulassen, dass man da niemanden rausschickt. So, dafür ist die Seenotrettung da. Ist ja auch nicht das, haben wir nicht mitbekommen, sondern es wird ja wissentlich verhindert. Es werden Schiffe, du hast es ja erzählt, vorhin mit dem Plastik drin auf dem Boot und Müll drin, dass die Leute richtig gucken, dass alles richtig ist. So wie manch ein Club oder auch eine Fernsehsendung gucken, ey, das ist alles richtig, weil sonst können wir das nicht mehr machen. Mhm. So, wir halten hier die Regeln ein, so. Und, aber die suchen halt explizit nach Sachen, damit sie so ein Schiff im Hafen lassen können. Das heißt einfach, wir lassen sie ja saufen. Für diese Transparenz sorgt aber nicht die Politik. Menschen wie du, die sorgen dafür. Deswegen steht zu Recht dieses Ding da an diesem Tisch. Also ich bin echt sehr stolz, hier diese Runde zu machen. Und das sollte uns alle inspirieren. Mich tut das, mich inspiriert das weiterhin auch mit umso offeneren Augen und Mind durch diese Welt zu laufen. Und das finde ich echt stark. Unmut, der zu Hass werden kann, so, der kommt irgendwo her. Mir ist nur wichtig, dass alle Menschen einfach gleich sind. Wenn ich das höre, wir müssen unsere Außengrenzen besser schützen, ja, da flippe ich schon regelrecht innerlich aus. Ja, also ich lebe eigentlich nur 24/7 für Social Media. Das habe ich übrigens noch nirgendwo gesagt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das wirklich auch öffentlich mache. Oh, wow.